Überall auf der Welt wird darüber berichtet. Auf einmal explodierte es, teilte sich in fünf weiße Objekte, ging nach oben und verschwand. Berichtet von scheinbar rationalen und zuverlässigen Zeugen. Die Vielfalt der Zeugen reicht von Mitarbeitern der Air Force bis hin zu CIA-Agenten. Manche Begegnungen sind auf Video festgehalten worden. Sieht so aus, als wäre da ein Objekt gerade vor Ihnen, Mark. Sehen Sie es? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Vergessen Sie es. Sie treten in verschiedenen Formen und Größen auf. Zigarrenförmige Flugkörper, klassische fliegende Untertassen oder winzige schlangenähnliche Objekte. Wir nennen sie UFOs, unbekannte Flugobjekte. Aber was sind sie in Wirklichkeit? Naturerscheinungen? Es gibt viele seltene atmosphärische Erscheinungen, die man leicht mit einer fliegenden Untertasse verwechseln kann. Könnte es sich um Militärflugzeuge handeln? Die USA haben verschiedene Tarnkappenflieger gebaut und wir glauben, dass nicht alle davon offiziell bekannt sind. Oder sind UFOs ein streng gehütetes Geheimnis? Die Männer und Frauen auf diesem Podium können und werden beweisen, dass wir nicht allein sind. Die Frage provoziert hitzige Debatten. Es existieren keinerlei Informationen über außerirdische Intelligenzen irgendwo im Universum und meines Erachtens gibt es nicht die Spur eines Beweises. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gingen in den USA die ersten Berichte über seltsame Flugobjekte ein. Die Zeitungen tauften sie fliegende Untertassen. Die heute gängige Bezeichnung stammt vom Militär. Unbekannte Flugobjekte, kurz UFOs. Seit dieser Zeit sind UFOs ein weltweites Phänomen. Es gibt einige offensichtliche Fälschungen, so wie diese manipulierten Fotos. Aber es haben sich auch tausende Zeugen mit Bildern und Filmen gemeldet, die angeblich außerirdische Flugobjekte zeigen. Die amerikanische Regierung geht diesen UFO-Berichten seit den 30er Jahren nach. In den meisten Fällen stellt sich heraus, dass es sich um Naturerscheinungen oder um konventionelle Flugzeuge handelt. Von Zeit zu Zeit allerdings gehen Berichte ein, für die das Militär keine plausible Erklärung findet. Ein solcher Bericht informiert über eine sonderbare Begegnung. Es geschah kurz nach Weihnachten zwischen zwei amerikanischen Luftwaffenstützpunkten in der Nähe der Stadt Suffolk in England. Während des Kalten Krieges gehörten die Stützpunkte Bentwaters und Woodbridge zur Erstschlagstrategie der NATO gegen die Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten lagerten hier ihre fortschrittlichsten Kernwaffen. Diese Stützpunkte waren die am besten gesicherten der Welt. Als man hier ein UFO sichtete, war die Verunsicherung groß. Ich bin mir absolut sicher, dass es sich nicht um etwas handelte, das vom Militär, den Sowjets oder von irgendjemand sonst gelenkt wurde. Niemand war auf eine solche Erscheinung vorbereitet. Oberst Charles Holt war Mitarbeiter des Lagerkommandeurs. Der Karriereoffizier hatte einen makellosen Lebenslauf und stand kurz vor seinem eigenen Kommando. Ich glaubte nicht an UFOs. Ich war sicher, dass UFO-Zeugen sich entweder irrten oder dass sie verrückt waren. Unteroffizier James Penniston war Sicherheitsbeamter des Stützpunkts und hatte sich mehrere Auszeichnungen im Dienst erworben. Es begann in der Nacht des 27. Dezember. In der Basis ging ein Bericht ein, dass ein Flugzeug im Rendlesham Forest abgestürzt war. Dieser Wald trennt die beiden Stützpunkte voneinander. Doch kein Militärflugzeug wurde vermisst. Ein Sicherheitsteam von drei Männern wurde ausgesandt, um den Bericht zu prüfen. Der 22-jährige Soldat James Penniston aus Illinois führte die Truppe an. Wir nahmen also einen Jeep und verließen die Basis am östlichen Tor auf einem Feldweg, immer in Funkkontakt mit der Sicherheitszentrale. Als wir näher an den Unfallort kamen, war der Funkverkehr gestört. Nur mit Taschenlampen ausgerüstet, führte Penniston die Gruppe zu dem Ort, an dem der Flugzeugabsturz vermutet wurde. Plötzlich erfüllte ein intensives Licht den Wald. Ich konnte ganz klar ein dreieckiges Objekt erkennen und es war keinesfalls ein abgestürztes Flugzeug. Nach Pennistons Bericht schwebte ein Objekt 2,70 Meter breit und 2,10 Meter hoch direkt vor ihnen. Es trug hieroglyphenähnliche Symbole auf der Außenhaut.
Die Elektrizität in der Luft war sehr stark. Man konnte sie im Nacken fühlen, an den Armen und auf der Kleidung. Peniston stieg aus, um das Objekt zu berühren. Es war warm. Er versuchte, die Oberfläche des Objekts mit seiner Taschenlampe zu zerkratzen. Doch sie hinterließ keine Spuren. Ich war wie gebannt. Dieses Objekt konnte nicht von unserem Planeten sein. Die Technologie war einfach zu fortschrittlich. Es machte nicht das leiseste Geräusch. Es hatte auch kein Landegestell, obwohl es so aussah, als sei es soeben gelandet. Die Männer der Air Force beobachteten das Objekt fast eine Dreiviertelstunde lang und versuchten, sich so viele Details wie möglich zu merken. Dann auf einmal begann es sich zu bewegen. Das Flugobjekt flog in die Höhe, vielleicht 15 cm, und zog sich in Richtung der Bäume sanft zurück. Dann war es von der einen auf die andere Sekunde verschwunden. Erst kurz vor Sonnenaufgang kehrten die Männer zur Basis zurück. Sie zögerten anfangs, den Vorfall zu berichten, weil sie fürchteten, dass niemand ihnen glauben würde. Aber die Männer hörten, dass auch andere das Objekt beobachtet hatten. Wir bekamen Anweisungen, die Ereignisse dieser Nacht mit niemand anderem zu besprechen als mit dazu befugten Leuten. Am nächsten Morgen kehrten sie in den Wald zurück, um dort an der Untersuchung des Vorfalls mitzuarbeiten. Dort wurden, genau an der Stelle, wo das Objekt gestanden hatte, drei Eindrücke in der Erde gefunden. Die Gipsabdrücke davon befinden sich bis heute in Penistons Besitz. Wie Sie sehen können, war die Kapsel ziemlich klein. Doch wenn Sie den Abdruck zur Seite drehen, sehen Sie, wie tief er ging. Mindestens 6 bis 7 Zentimeter tief, und das auf gefrorenem Boden. So tief drückte sich in dieser Nacht die Kapsel in den Boden ein. Doch nicht jeder in der Basis glaubte an diese fantastische Geschichte. Am allerwenigsten Charles Holt. Ich kannte Jim Peniston recht gut, denn er war zu der Zeit ein vielversprechender junger Beamter der Sicherheitskräfte. Ich fand es schwierig, dieses Zeug zu glauben. Ich meine, ich glaubte ihm schon, aber es klang ganz schön schräg. Die Stützpunkte Bentwaters und Woodbridge waren zu dieser Zeit mit seltsam aussehenden Flugkörpern ausgestattet. Pfeilflügelbomber und experimentelle Tarnkappenflieger gehörten zum Waffenlager der NATO. Der Bericht über ein seltsames Flugobjekt war also nichts Ungewöhnliches. Bis es ein zweites Mal auftauchte. Zwei Nächte später feierte Oberst Holt gerade mit seinen Männern, als ein Sicherheitsbeamter die verblüffende Nachricht überbrachte. Im Rendlesham Forest war ein weiteres UFO gesichtet worden. Diesmal entschloss sich Holt, der Sache selbst nachzugehen. Es war fast 1 Uhr nachts, als er in die Gegend kam, wo das Objekt gesichtet worden war. Als wir dort ankamen, herrschte ein bisschen Verwirrung. 5 oder 6 von uns gingen in den Wald rein. Auf einmal sagte einer: Sehen Sie mal dort! Holt und seine Männer sahen große, leuchtende Objekte, die sich langsam zwischen den Bäumen bewegten. Es sah aus wie ein Auge mit einer Pupille, aus der heißes Metall tropfte. Holt nahm ein Diktiergerät zur Hand und zeichnete alles, was er sah, auf. Er versichert, dass es sich bei diesem Band um die Originalaufnahme aus dieser Nacht handelt. Wir gucken dieses Ding an aus 200 oder 300 Meter Entfernung. Es sieht aus wie ein Auge, das einem zuzwinkert. Es bewegt sich seitlich. Mit dem Teleskop betrachtet erkennt man, dass es ein hohles Zentrum hat wie die Pupille eines Auges. Es guckt einen an, es zwinkert. Wir sahen es 20, höchstens 30 Sekunden an und auf einmal explodierte es lautlos. Es platzte auseinander und teilte sich in 5 weiße Objekte, die dann in der Luft verschwanden. Holt und seine Männer beobachteten gebannt, wie die Objekte für eine weitere halbe Stunde über der Armeebasis kreisten. Eines der UFOs sandte einen feinen Lichtstrahl zu dem streng geheimen Depot hinunter, in dem die Nuklearwaffen aufbewahrt wurden. Dann kehrte das UFO zu Holt und seinen Männern zurück. Das Objekt kam sehr schnell auf uns zu, hielt über uns an und sandte einen bleistiftdünnen Licht- oder Energiestrahl zu uns. Wir wussten nicht, ob es uns warnen, mit uns Kontakt aufnehmen oder uns verletzen wollte. Und so schnell wie das Licht oder was es auch immer war, angegangen war, ging es auch wieder aus. Am nächsten Morgen fand vor Ort eine gemeinsame Untersuchung statt, durchgeführt vom britischen Verteidigungsministerium und der US-Luftwaffe. Die Geigerzähler zeigten eine unnatürlich hohe Strahlenbelastung an. Gleichzeitig verwiesen andere Indizien auf einen fremden Flugkörper.
An den Bäumen waren Spuren wie von einer starken Reibung zu erkennen. Und wenn man nach oben blickte, sah man einige abgebrochene Zweige. Man konnte direkt in den Himmel sehen. Charles Holt wurde vom britischen Kommandeur des Stützpunkts aufgefordert, einen offiziellen Bericht zu verfassen. Ich schrieb einen, sagen wir mal, bereinigten Bericht und nannte das Objekt unerklärliche Lichter. Er schickte den Bericht ans Verteidigungsministerium, aber die Briten reagierten überhaupt nicht. Die Einzelheiten dieser Begegnung sickerten schon bald zu den UFO-Forschern durch, die auf eine detailliertere Untersuchung bestanden. Skeptiker wie der Physiker Tom McDonough waren der Meinung, dass im Rendlesham Forest lediglich ein hochgeheimes Flugzeug der Air Force gelandet war. Die USA haben eine Reihe von Kampffliegern gebaut. Vermutlich sind wir nicht über alle offiziell informiert. Der Physiker Robert Wood behauptet, dass der ganze Vorfall der psychologischen Kriegsführung diente, um den Sowjets vorzugaukeln, dass die NATO über modernste Technologie verfügte. Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Oberst Holt könnte seinen Bericht bewusst gefälscht haben, um einen Wirbel zu verursachen, der in den Plan der psychologischen Kriegsführung passte. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass er nichts von diesem Plan wusste und dass er wirklich ein Eindringling war, der unsere Verteidigungsstärke testen wollte. Charles Holt wurde später zum Oberst und Kommandanten der Basis befördert. Er ging 1991 in den Ruhestand. James Penniston verließ die Air Force 1993, nachdem er mehrere dienstliche Auszeichnungen erhalten hatte. Holt und Penniston bleiben bei ihren Aussagen über die Ereignisse, die sie im Rendlesham Forest gesehen haben. Andere Soldaten können ihre Aussagen bezeugen. Wer auch immer dieses Objekt steuerte, es muss von unserer Anwesenheit gewusst haben. Es bewegte sich auf uns zu. Hier geht es nicht um einen Lichtpunkt am Himmel, sondern um nationale Sicherheitsinteressen. Manche Menschen glauben, dass der Zwischenfall vom 29. Dezember 1980 in England nicht der letzte Auftritt dieses UFOs war. Nach den zwei eindeutigen Zeugenaussagen über die Sichtung eines dreieckigen UFOs in England fielen einigen Forschern seltsame Parallelen auf. Nur 9 Stunden später wurde auch in Texas ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Für den UFO-Forscher Ken Stork war das kein Zufall. Abgesehen davon, dass die Beschreibungen sich ähnelten, stimmte gerade das Datum überein. Innerhalb von 24 Stunden fanden UFO-Sichtungen in England und hier in Texas statt. Ich bin sicher, dass diese Sichtungen zusammengehören. Es geschah auf einer einsamen Straße in der Nähe der kleinen Stadt Huffman, 50 Kilometer nördlich von Houston. Gegen 9 Uhr abends fuhr Betty Cash von einem Bingo-Spiel in einer Nachbarstadt nach Hause. Betty wurde in dieser Nacht von ihrer Freundin Vicky Landrum und deren Enkel Colby begleitet. Ich war genauso skeptisch wie die meisten Menschen, aber seit ich es selbst erlebt habe, weiß ich, dass das kein Schwindel ist. Vicky erinnert sich, dass Colby über den Bäumen ein strahlend helles Licht auffiel. Er fragte nach dem Licht. Es kam immer näher und hing über der Straße, als würde es jeden Moment runterfallen. Aber jedes Mal, wenn es fast landete, wurde das Licht schwächer und das Ding stieg wieder höher. Ein dreieckiges Gebilde schwebte über der Straße und versperrte ihnen mit seinem Antriebsstrahl den Weg. Betty musste bremsen. Sie stieg aus und ging auf das Licht zu. Dabei schützte sie ihre Augen vor den Flammen und dem Qualm. Betty, come back! Colby's scared! Ich rief Betty zu, sie solle zurück ins Auto kommen, um nicht zu verbrennen. Es war ja furchtbar heiß. Endlich kam sie zurück, öffnete die Autotür und stieg ein. Das Ding flog wieder höher, bis genau über die Baumwipfel. Es schwebte ganz langsam nach rechts und da beschlossen wir weiterzufahren. Plötzlich erschien eine Gruppe von Doppelrotor-Hubschraubern am Himmel, die offensichtlich versuchten, das seltsame Gefährt einzukreisen. In der nachfolgenden Untersuchung wurden den dreien Bilder von Helikoptern vorgelegt. Sie identifizierten sie eindeutig als Chinooks,
Schwerlasthubschrauber der Air Force. Wir haben angefangen, die Hubschrauber zu zählen. Ich zählte 22. Sie umzingelten das Objekt, waren über ihm und ich weiß, dass sie versuchten, es runterzuholen. 5 Minuten später verschwanden das fliegende Objekt und die Hubschrauber im Dunkeln und die 3 verängstigten Menschen konnten ihren Weg nach Hause fortsetzen. Am nächsten Tag waren Betty, Vicky und Colby krank, vermutlich eine Nachwirkung ihrer Begegnung mit dem seltsamen Objekt. Die Frauen zögerten zunächst, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie hatten Angst, dass niemand ihnen glauben würde. 3 Tage später wurde Betty ins Parkway-Krankenhaus in Houston eingeliefert, weil sich ihre Brandverletzungen verschlimmerten. Dr. Brian McClelland war Bettys behandelnder Arzt. Er versorgte auch die Spätfolgen ihrer Verletzung. Am Tag nach ihrer Begegnung mit dem Licht litt Betty unter starker Übelkeit. Nach 2 Tagen hatte sie auch Durchfall. An der rechten Kopfseite fiel ihr Haar aus. Auf der Kopfhaut bildeten sich Blasen. Die Haut auf der rechten Gesichtshälfte und die rechte Hand schälten sich. Sie musste fast 3 Wochen im Krankenhaus bleiben. Die ärztliche Diagnose lautete, dass Betty, Colby und Vicky einer extrem hohen Dosis ionischer Strahlung ausgesetzt worden waren. Betty, die die größte Strahlenmenge abbekommen hatte, kämpfte mit dem Tod. Colby und Vicky und ich weiß nicht, wer noch zu dieser Zeit im Raum war, hörten, wie der Arzt zu meinen Kindern sagte, ich würde es vermutlich nicht schaffen. Sie hatte Brandblasen. Es sah aus, als hätte jemand eine Gasfackel an ihr Gesicht gehalten. Die Ärzte meinten, sie hätte so viel Strahlung im Körper, dass jede Hilfe zu spät käme. Solche Strahlenschäden kommen selten vor. Skeptiker äußerten die Vermutung, dass die 3 in dieser Nacht von einer anderen Hitzequelle verletzt wurden, zum Beispiel von einem Waldbrand oder einem brennenden Auto. Betty Cash wurde auch beschuldigt, ihre Verletzungen vorgetäuscht zu haben. Diese Beschuldigung, dass sie die Verletzungen nur vortäuschte oder sich selbst zugefügt hätte, ist vollkommen inakzeptabel. Betty litt unter Strahlungsdermatitis, wie durch eine Gewebeentnahme festgestellt wurde. Eine solche Krankheit kann man sich nicht selbst zufügen. Das kann nur eine nukleare Strahlungsquelle. Die einzigen Menschen, die zu so etwas Zugang haben, sind spezialisierte Mediziner, das Militär und ein paar wenige Forscher. In der Gegend von Houston, 50 Kilometer nördlich der Stadt, wäre die einzige plausible Erklärung das Militär. Die Frauen waren von ihrem Erlebnis traumatisiert. Sie fragten sich, wer oder was sie so sehr verletzt hatte. Sie nahmen Kontakt zu John Schiusler auf, der 20 Jahre bei der NASA gearbeitet hatte, bevor er sich der UFO-Forschung zuwandte. Ich war fasziniert von diesem Fall. Wir hatten nicht nur eine UFO-Sichtung, wir hatten Beweise. Schiusler war sicher, dass die Frauen die Wahrheit sagten und begann eine Untersuchung dieses Vorfalls. Er fand zusätzliche Zeugen, die ebenfalls in dieser Nacht Hubschrauber über den Wald fliegen sahen. Die Verantwortlichen der Ellington Air Force Base in der Nähe des Raumfahrtzentrums von Houston stritten jeden Flugverkehr von Helikoptern in diesem Gebiet zu diesem Zeitpunkt ab. Sie müssen davon gewusst haben. In der Gegend haben viele Menschen die Hubschrauber gesehen. Die Frauen waren sicher, dass die Regierung mehr wusste. Sie schrieben den Senatoren Lloyd Benston und John Tower. Diese verwiesen sie an die Bergstrom Air Force Base in der Nähe von Austin, etwa 250 Kilometer entfernt. Dort erhielten sie nur die Auskunft, dass die Air Force keine Berechtigung mehr habe, UFOs zu erforschen. Schiusler ließ sich nicht abwimmeln und fragte beim Militär nach, wer in dieser Nacht die Hubschrauber gesteuert hatte. Er bekam die Antwort, dass sämtliche Unterlagen bereits zerstört seien und dass es keine militärischen Aktivitäten in dieser Nacht gab. Doch aus Aufzeichnungen ging hervor, dass die Armee den Aussagen der Frauen nachgegangen war und sie als glaubwürdig bewertete. Ich vertraue unserer Regierung nicht mehr. Das klingt hässlich, aber so fühle ich mich nun mal. Wenn die Regierung etwas gegen mich unternehmen will, bitteschön. Sie haben meine Gesundheit zerstört und mein Leben. Was kann mir noch genommen werden? Am 29. Dezember 1998, dem 18. Jahrestag der UFO-Begegnung, starb Betty Cash an den Folgen eines Schlaganfalls.
Bis heute ist Bettys Familie davon überzeugt, dass ihr Tod die Spätfolge der Begegnung mit einem unbekannten Flugobjekt war. Es hat ihr den Tod gebracht. Und mir wird es genauso ergehen. Eine andere Version lautet, dass das Flugobjekt, das Betty das Leben kostete, durchaus bekannt war. Die andere Möglichkeit ist, dass es gar kein außerirdisches Flugzeug war, sondern dass es sich um ein Geheimprogramm im Rahmen des NERVA-Projekts handelte, das den nuklearen Antrieb von Raketen testete. NERVA steht für ein NASA-Programm, das sich bereits seit den 50er Jahren mit der Entwicklung nuklear angetriebener Raketenstufen beschäftigt. Der Antriebsstrahl einer solchen Rakete gibt hohe Dosen ionischer Strahlung an die Umgebung ab. Ich gehe davon aus, dass viele der sogenannten UFOs eigentlich geheime Projekte der Luft- und Raumfahrt sind. Ich glaube, die Regierung verweigert jede Information, weil sie keine Verantwortung übernehmen will. Sie wollen einfach nicht für die Folgen haftbar gemacht werden. Vielleicht wird nie geklärt werden, was wirklich in dieser Winternacht bei Huffman in Texas geschah. Nirgendwo auf der Welt sind mehr UFOs gesichtet worden als in Nevada. Hier liegt, mitten in der Wüste und in glühender Hitze, das große Nellis-Übungsgelände der Luftwaffe. Mittendrin die sagenumwobene Geheimbasis Area 51. In dieser Gegend sind seltsame Flugobjekte nichts Ungewöhnliches. Die Prototypen der heute bekannten F-117 Tarnkappenflieger und der B-2 Tarnkappenbomber verursachten viele UFO-Meldungen. Der Kernphysiker Stanton Friedman hat hier an geheimen Projekten mitgearbeitet. Er kann sich vorstellen, dass in Area 51 auch sehr ungewöhnliche Flugobjekte getestet werden. Angeblich werden dort außerirdische Objekte erforscht, um zu lernen, sie nachzubauen. Sicher ist, dass in Area 51 sehr fortschrittliche Transportmittel gebaut werden. Sogar von Aurora ist die Rede, dem Nachfolgemodell des SR-71, der angeblich 7200 Stundenkilometer schnell ist. Gibt es Aurora? Das weiß ich nicht. Hat die Regierung das Recht, solche Projekte geheim zu testen? Natürlich hat sie das Recht. Diese Nachbauten von UFOs sind natürlich pure Spekulation. Aber der UFO-Forscher Jim Dilettoso weiß, dass in Area 51 tatsächlich Experimente gemacht werden, die vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben sollen. Dahinter steckt die amerikanische Regierung. Ich habe Beweise. Hier wird ein Geheimnis gehütet, ein sehr streng bewachtes Geheimnis, das seltsame Vorgänge auf der ganzen Welt seit vielen Jahren betrifft. Ich bin mir wirklich sicher. Ich weiß es. Südlich von Area 51, weniger als eine Flugstunde entfernt, liegt Phoenix in Arizona. Eine Großstadt mitten in der Wüste. Genau hier fand die größte UFO-Massensichtung der amerikanischen Geschichte statt. In der Nacht des 13. März 1997 nahmen mehrere Menschen verschiedene Phänomene im Luftraum über Phoenix wahr. Unter den Zeugen waren ein Pilot der zivilen Luftfahrt und seine Frau. Meine Frau rief: Was sind denn das für Lichter? Sie hielt am Straßenrand an. Ich stieg aus und stand neben dem Auto, als etwas genau über uns flog. Ich dachte, na wenigstens sind es keine Kampfflieger. Das Paar hat sich entschlossen, anonym zu bleiben. Doch beide gelten als sehr glaubwürdig. Der Mann ist ein Veteran des Vietnamkriegs und hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in ziviler und militärischer Luftfahrt. Erst als wir ausgestiegen waren und das Auto ausgemacht hatten, fiel mir auf, dass das fliegende Ding kein Geräusch machte. Das kam mir komisch vor. Und die Tatsache, dass es so groß war, dass es einen Großteil des Himmels verdeckte und genau über unseren Köpfen hinwegflog, machte mir Angst. Beide standen wie angewurzelt da, während ein riesiges Objekt, so groß wie mehrere Fußballfelder, langsam über ihre Köpfe flog und anschließend in der Ferne verschwand. Während es genau über mir war, dachte ich, das ist kein großes Flugzeug, es macht ja gar keinen Lärm, es fliegt auch zu langsam. Und mir wurde klar, dass ich etwas sah, das ich wirklich nicht kannte.
Sie waren nicht die einzigen, die die Lichter über Phoenix beobachtet hatten. An verschiedenen Orten hielten andere Menschen das seltsame Ereignis auf Video fest. Hunderte, vielleicht tausende normale Menschen sahen diesen unheimlichen Lichtern zu, bis sie gegen 23 Uhr verschwanden. Zuerst wurde das riesige fliegende Objekt an der Grenze zu Nevada gesehen. Dann flog es südlich in Richtung Phoenix. Dort drehte es um und flog denselben Weg zurück. Am nächsten Tag brodelte die Stadt vor Aufregung und Angst. Hunderte Bürger riefen die Polizei von Phoenix und den Luftwaffenstützpunkt Luke an und fragten, was war das? Im Radio wurden alle möglichen Vermutungen geäußert, was genau über Phoenix gesehen worden war. Sie sind der Mann, dem das Ding genau über den Kopf geflogen ist? Genau. Es war so groß, dass es die ganze Wohnsiedlung bedeckte. Auf einmal war es direkt über uns. Es war schrecklich. Die Luftwaffe stritt jede Beteiligung ab und blieb bei ihrer Aussage. Eileen Beans recherchierte bei den Behörden. Wir wandten uns an den Luftwaffenstützpunkt Davis-Monthan und alle militärischen Flughäfen. Wir wollten wissen, was da geflogen war. Aber es stellte sich heraus, dass sich an diesem Abend keines unserer Flugzeuge in der Gegend aufhielt. Die Fluglotsen des Flughafens Phoenix bestätigten die Aussagen der Militärs. Auf ihren Radarschirmen hatten sie nur normalen Flugverkehr wahrgenommen. Das offizielle Leugnen dieser Sichtung entfesselte einen Sturm der Entrüstung. Einige Bürger wandten sich an die Stadträtin Frances Barewood und baten sie, die Angelegenheit zu untersuchen. Ich habe persönlich mit über 700 Leuten gesprochen. Darunter waren anerkannte Experten, Polizeibeamte, Angehörige und Reservisten des Militärs und Aufklärer der Luftwaffe. Nach all diesen Gesprächen war klar, wenn das Flugobjekt von unserer Welt stammte, dann war es einfach unglaublich. Und wenn es nicht unseres ist, dann wollte ich gern mehr darüber wissen. Am 6. Mai brachte Stadträtin Barewood die Ereignisse auf einer Stadtratssitzung zur Sprache. Soweit ich es aus den Fernsehbildern rekonstruieren kann, war das Objekt etwa so groß wie ein Fußballfeld mit 7 Lichtern, die sich gemeinsam bewegten, als wären sie zusammen an einem Objekt befestigt. Wir wissen nicht, ob es sich nicht doch um einen Streich handelt, aber da war etwas Großes in der Luft und die Leute wollen antworten. 2 Monate später erklärte die Nationalgarde, dass eines ihrer Flugzeuge bei einer Übung am 13. März Leuchtraketen abgeworfen habe. Ich rief an und fragte nach. Es stellte sich heraus, dass die Nationalgarde von Maryland mit ihren A-10-Jets auf dem Goldwater-Übungsgelände war. Doch diese Nachricht sorgte nicht für Ruhe, sie verbreitete sogar Angst. Ich kann zweifelsfrei sagen, dass meine Frau und ich bestimmt keine Leuchtraketen gesehen haben. Ich habe in Vietnam selbst Leuchtbomben aus meinem Hubschrauber abgeworfen. Es wäre ja auch bodenloser Leichtsinn, sie über bewohntem Gebiet abzuwerfen. Und es ist unmöglich, dass Leuchtraketen in so perfekter, gleichbleibender Formation fliegen. Jim Delitoso sah sich sämtliche Aufzeichnungen gründlich an. Er glaubt nicht, dass Leuchtraketen die Ursache für dieses Phänomen sein konnten. Bei der Untersuchung der Lichter von Phoenix habe ich zunächst alle Eigenschaften der Lichter studiert. Sie waren unbeweglich, flackerten nicht und am auffälligsten war, wie sie heller und dunkler wurden. Es waren reine, weiße Lichter. Bis heute gibt es viele wilde Theorien. Auch UFO-Forscher Michael Shermer spekuliert. All diese Erscheinungen sind Geheimprojekte der Armee. Lügt die Regierung uns an und verbirgt sie Tatsachen? Allerdings, das tut sie. Das gehört zu ihrem Job. Es gibt wohl Angelegenheiten der nationalen Sicherheit, von denen wir nichts wissen sollen. Oder vielleicht steckt doch eine ganz einfache Erklärung hinter dieser Erscheinung. Als ich die Videoaufnahmen dieser Sichtungen sah, erinnerten sie mich an etwas, das in Mexiko üblich ist. Dort wird bei Festen eine Kerze in eine Papiertüte gesteckt und in die Luft gelassen wie ein Ballon. Das glüht dann. Manche Mexikaner sind so geschickt darin, dass sie diese Ballons in Formationen fliegen lassen können. Andere glauben fest, dass die Antworten nicht auf dieser Welt zu finden sind. Ich wäre nicht überrascht, wenn hier wirklich unerklärliche Phänomene beobachtet worden wären. Meine Lehre aus dem Erlebnis ist, dass ich immer die Augen offen halte, denn ich möchte es gern noch einmal sehen. Ich habe etwas in der Luft gesehen, das ich nicht identifizieren konnte. Ich neige jetzt dazu, Leuten zu glauben, die Ähnliches berichten.
Auf der Suche nach außerirdischem Leben erforschen Wissenschaftler meist weit entfernte Regionen des Universums. Doch könnte es nicht sein, dass sie genau in die falsche Richtung forschen? Ein Außenseiter der Wissenschaft behauptet, dass UFOs schon hier sind, allgegenwärtig, mitten unter uns. Sie fliegen, schweben, schießen in alle Richtungen. José Escamilla glaubt an eine neue, bizarre Lebensform. Ich habe etwas entdeckt, das schon lange um uns herumschwirrt, wie Schlangen am Himmel. Ich nenne sie Rods, also Stäbchen. José Escamilla ist Kameramann und UFO-Forscher. Er dokumentierte bereits seit 15 Jahren unbekannte fliegende Objekte, als er 1993 eine bahnbrechende Entdeckung machte. Er untersuchte gerade gewöhnliches UFO-Material, als ihm auf einmal etwas Ungewöhnliches auffiel. Wie aus heiterem Himmel schoss auf einmal ein Objekt, das wie ein Tausendfüßler aussah, über die Leinwand. Dann noch eins und noch eins. Ich sagte, ja gut, das werden wohl Insekten sein, und sah sie mir genauer an. Sie rasten richtig schnell vorbei. Erst als ich mir das Material in Zeitlupe ansah, fiel mir auf, dass Insekten vorbeiflogen, Vögel und dann etwas, das aussah wie eine Schlange. Und das haute mich wirklich um. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Escamilla spürte, dass er eine wichtige Entdeckung gemacht hatte und untersuchte sein gesamtes Material noch einmal. Und da waren sie. Durchsichtige, schlangenähnliche Objekte, sich windende, geschuppte Körper, die durch den Himmel schossen. Ich untersuchte die Kameras, um sicher zu gehen. Die Kameras waren in Ordnung, doch diese Rods tauchten auf verschiedenen Aufnahmen immer wieder auf. Escamilla suchte nach Antworten, aber in der wissenschaftlichen Literatur wurde dieses Phänomen nie beschrieben. Escamilla kam zu der Überzeugung, dass er eine Art fliegenden Alien entdeckt hatte. Wir glauben, dass sich dieses Wesen im Laufe der Zeit entwickelt hat, dass es schon seit Millionen von Jahren unter uns ist. Es gehört zu einem Bereich der Biologie, den wir bislang noch nie wahrgenommen haben. 10 Jahre nach der Entdeckung lebt Escamilla von der Vermarktung der Aufnahmen dieser mysteriösen Rods. Er stellt seine Kamera an den verschiedensten Orten auf, um zu sehen, ob er sie einfangen kann. Oft genug sind keine Rods zu erkennen, doch manchmal füllen sie die ganze Bildfläche. Escamilla sah Rods, die über Menschenmengen kreisten, Gebäude umflogen und im Sturzflug auf heilige Stätten niederschossen. Ihre Flugeigenschaften und Manöver sind atemberaubend. Wenn diese Rods schon seit Jahrmillionen existieren, warum sind sie dann vollkommen unerforscht? Escamilla erklärt, dass Wissenschaftler, denen er seine Aufnahmen gezeigt hat, zurückhaltend reagierten. Wenn ein Wissenschaftler offen sagt, diese UFOs untersuche ich jetzt mal, dann kann er seine Drittmittel vergessen. Er wird von der Universität ausgeschlossen. Das ist schon vorgekommen. Da ist doch was faul, wenn die Wissenschaft die Tür zu so einem aufregenden Forschungsobjekt zuschlägt. Steht ein Durchbruch in der Biologie bevor? Oder handelt es sich schlicht um eine optische Täuschung? Wissenschaftler wurden befragt, was sie von diesen sogenannten Rods hielten. Der Physiker Tom McDonough sagt, dass die Rods wirklich untersucht werden sollten, aber von einem Insektenforscher. In meinen Augen sieht das aus wie eine Kombination verschiedener natürlicher Phänomene. Die Rods haben kleine Fortsätze, normalerweise 6, typisch für die Beinansätze von Insekten. Jedes Objekt, das durch einen Sonnenstrahl fliegt, wird von der Sonne beleuchtet. Dann findet eine sogenannte Diffraktion statt, wodurch es viel größer wirkt als in Wirklichkeit. Doch Escamilla erwidert, dass er jede Möglichkeit einer Fehlinterpretation durch eine hohe Verschlussgeschwindigkeit beim Filmen ausgeschlossen hat. Natürlich kann man ein Insekt so filmen, dass es wie ein Rod aussieht, aber wenn man mit so hoher Verschlussgeschwindigkeit filmt, dann sieht ein Insekt aus wie ein Insekt, ein Vogel wie ein Vogel und ein Rod wie ein Rod. Warum die Rods immer verschwommen erscheinen, selbst bei einer so hohen Verschlussgeschwindigkeit, kann Stephen Walton erklären, Professor der Physik und Astronomie. Es ist ein wohlbekanntes Phänomen und keineswegs abwegig. Ein Flugzeug hat einen ganz ähnlichen Effekt. Es bricht das Licht auf eine bestimmte Art und Weise. Was ich hier sehe, erinnert sehr an dieses Phänomen. Man nennt das Wirbelturbulenzen, sich drehende Gaswirbel, die sich hinter einem Flugzeug im Windkanal bilden. In der letzten Zeit haben auch andere Forscher Rods auf Film und Video festgehalten. Aber was sie sind und was sie nicht sind, ist nach wie vor umstritten. Seit den ersten UFO-Sichtungen hat die Menschheit versucht, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln und ihre Herkunft zu klären.
Trotz eines halben Jahrhunderts intensiver Bemühungen, Forschungen und Debatten steht ein endgültiger Beweis immer noch aus. Manche behaupten, dass die NASA Beweise für die Existenz von UFOs in ihren Archiven verschwinden ließe. Die NASA ist eine große Organisation, in der nicht jeder Mitarbeiter Zugang zu allen Informationen haben kann. In den frühen 90er Jahren übertrug die NASA jede Shuttle-Mission live aus dem Weltall. 24 Stunden täglich an Fernsehsender in aller Welt. Jeder Neugierige konnte die Starts, Manöver und Weltraumspaziergänge genauso beobachten wie routinemäßige Reparaturarbeiten. Der Schriftsteller David Sirida erklärt, dass die NASA-Aufzeichnungen voll von UFO-Spuren sind. Pulsierende Lichtkugeln, fliegende Formationen und andere Objekte, die den Gesetzen der Physik zu widersprechen scheinen. Sie tauchen auf und verschwinden, als stammten sie aus einer anderen Welt. Was wir auf diesen Bändern sehen, sind UFOs, die sich frei zwischen allen Dimensionen bewegen können. Sie können Lichtgeschwindigkeit erreichen, weil sie selbst aus Licht bestehen. Der eindrucksvollste Beweis, so Sirida, wurde am 25. Februar 1996 gesendet, während des 75. Shuttleflugs. Ein Satellitenkabel, das an der Columbia befestigt war, löste sich zufällig von der Fähre und schwebte davon. Innerhalb weniger Minuten war das 19 Kilometer lange Kabel von Dutzenden unbekannten Objekten umgeben. Die UFOs drängten sich geradezu um das zusammengerollte Kabel, das zu diesem Zeitpunkt fast 160 Kilometer von der Columbia entfernt war. Auf einer späteren Mission, im Februar 1997, verließen die Astronauten die Fähre. David Sirida findet den nun folgenden Wortwechsel mit der Kontrollzentrale verdächtig. Die Bodenstation schien die Astronauten vor einem unidentifizierten Objekt, das nah an ihnen vorbeischwebte, warnen zu wollen. Sieht so aus, als wäre da ein Objekt rechts von Ihnen, Mark. Sehen Sie es? Keine Ahnung, wovon Sie reden. Vergessen Sie es. Sirida bat die NASA um eine Stellungnahme. Dr. Joseph Nath, der Leiter der Abteilung für Astrochemie bei der NASA, antwortete, dass eventuelle Anomalien nicht etwa UFOs seien, sondern einfach Eiskristalle und Weltraumstaub, aufgewühlt durch die Motoren der Fähre. Sirida ließ nicht locker und erklärte, dass einige der Objekte hinter dem Kabel sichtbar gewesen seien. Sie halten das für Wasser, aber das verstieße gegen alle Gesetze der Physik, die für Weltraumphänomene bekannt sind. Die NASA gab also schon zu, dass es unerklärliche Erscheinungen im All gibt. Falls das Eiskristalle gewesen sein sollten, dann hätten sie im Vergleich zum weit entfernten Kabel wirklich riesig sein müssen. In den Aussagen der NASA waren zu viele Ungereimtheiten. Ich stellte ein paar einfache optische Untersuchungen an. Mir war klar, dass bei diesen Missionen alles Mögliche vorgeht und ich wollte gern die Antworten dafür. 1999 stellte Sirida einen Antrag auf Freigabe der Informationen über die Shuttleflüge. Was ihm zur Verfügung gestellt wurde, war zensiertes Material. Es enthielt keine brisanten Neuigkeiten. Die NASA stellte allerdings die Rundumberichterstattung aus dem Weltall ein. Irgendjemand bei der NASA kennt die Wahrheit und ich glaube, dass diese Wahrheit ans Licht muss. Wissenschaftler, die das Filmmaterial der Shuttleflüge untersucht haben, sehen darin keinen Beweis für die Existenz von UFOs. Sie sehen noch nicht einmal etwas Ungewöhnliches. Den wenigsten Menschen ist klar, wie schmutzig so eine Raumfähre ist. Sie stößt Abgase aus und sie erzeugt Flüssigkeiten. Die meisten Leute wissen nicht, dass viel Dreck um so ein Shuttle herumschwebt. Außerdem, wenn man sich diese Bilder mal genauer anschaut, kann man die seltsamen Bewegungen durchaus erklären, die darauf zu sehen sind. Der Ausstoß der Motoren kann kleine Partikel so in eine Richtung lenken, dass man sie nicht erwarten oder vorhersagen könnte. Ohne dieses Wissen kann man leicht an ein UFO glauben, aber mir ist kein Fall bekannt, in dem einem Astronauten an Bord etwas ungewöhnlich vorgekommen wäre. Selbst erfahrene Astronauten sind immer wieder irritiert über das Fehlen von Anhaltspunkten, mit denen sich Entfernungen bestimmen lassen. Wir sind auf der Erde gewohnt, Dinge in Beziehung zueinander zu setzen, um so ihre Entfernung abzuschätzen. Selbst auf der Erde können wir uns dabei irren. Diese Dinger hier können ebenso gut ganz nah am Shuttle gewesen sein. Sirida ist mit seiner Vermutung nicht allein, dass die Regierung Beweise zurückhält.
Auch Stephen Greer, Leiter des Projekts Enthüllung, glaubt, die ganze Wahrheit zu kennen. Wir sind heute hier versammelt, um die Wahrheit über ein Thema auszusprechen, das oft ins Lächerliche gezogen wird und dessen Existenz seit 50 Jahren geleugnet wird. Die Männer und Frauen auf diesem Podium können und werden beweisen, dass wir nicht allein sind. Mit diesem Projekt soll die amerikanische Regierung zur Enthüllung aller geheim gehaltenen Informationen über unbekannte Flugobjekte bewegt werden. Wir können einige dieser Sichtungen mit dem Radar bestätigen. Wir konnten die Abgase erkennen. Dann verbanden sie sich und drehten sich im Kreis, bis sie verschwanden. An diesem Morgen verloren wir zwischen 6 und 8 Waffen. Das UFO wurde an den Raketensilos gesichtet und die Raketen waren deaktiviert. Greer hat fast 500 Leute zur Mitarbeit bewegt, darunter viele frühere Soldaten und Geheimdienstbeamte, Fluglotsen und andere Luftfahrtexperten, die alle Erfahrung mit unbekannten Flugobjekten hatten. Sie sind bereit, vor dem Kongress unter Eid über ihre UFO-Erlebnisse zu berichten. Diese Menschen sind überzeugt, dass sie Dinge gesehen haben, die nicht mit irdischen Vorgängen zu erklären sind. Es scheint, dass viele Amerikaner diese Ansicht teilen. In einer Umfrage erklärten 49% der US-Bevölkerung, dass sie an Besuche von Außerirdischen auf der Erde glauben.